Mein Name ist Simon Schwarz von der Parkraumgesellschaft Baden-Württemberg und wir versuchen mit dem Projekt OPS und V-Parken den kompletten Parkvorgang zu digitalisieren. An der Uni Hohenheim war die Situation bisher so, dass das Parken im Augenblick komplett kostenlos war, was natürlich auch zu teils sehr chaotischen Zuständen an der Uni Hohenheim geführt hat. Also die Parkplätze waren im Augenblick, ca. 1500 Plätze sind es in Summe, nicht ausreichend. Also es gab Falschparker, es gab Wildparker, teilweise wurden Grünflächen zugeparkt. Zum einen erhoffen wir uns eine große Verbesserung durch die Einführung der Parkraumbewirtschaftung dahingehend, dass wir zum einen den Bedarf, also eine Nachfragedämpfung erreichen, also auch dann den Bedarf an Stellflächen perspektivisch reduzieren können. Und das andere ist, dass wir uns erhoffen, dass wir eine hohe Akzeptanz bekommen, indem wir durch die Digitalisierung versuchen, den Parkvorgang und auch den Parksuchverkehr so einfach wie möglich über die App zu machen. Ziel ist es, dass die Parkplätze vor allem den Nutzern, also den Uni-Zugehörigen, den Bediensteten und Studierenden vornehmlich zur Verfügung stehen. Das versuchen wir an der Uni Hohenheim dahingehend zu erreichen, dass wir über die Abfrage der E-Mail-Adresse, die bei dem Login verwendet wird, dem Nutzer dann die Berechtigung gegeben wird, einen Sondertarif auszuwählen für 2 € am Tag. Der Normaltarif liegt bei 6 € am Tag für Externe und auch der Autofahrer ganz konkret vielleicht den Vorteil darin erkennt, dass er plötzlich einen verlässlichen Parkplatz bekommt an der Uni Hohenheim, dadurch, dass die ganzen Fremdparker aufgrund der Tarifstruktur verschwinden und vor allem, dass sein Parksuchverkehr sich deutlich reduziert, indem er bei der App gleich auf der Hinfahrt zum Areal schon erkennen kann, auf welchen Parkplätzen Flächen frei sind und wo nicht. Der perfekte urbane Parkvorgang der Zukunft sollte ohne Umwege erfolgen, sollte bargeldlos erfolgen und sollte im Idealfall in der Stadt emissionsfrei sein.